Und die Regel, wir müssen 301 spielen. Ja, okay. Ich weiß. Man will jetzt doch den Weg. Ja, ja, willkommen zurück zu Persona 5. Wir sind hier immer noch beim Dart, weil wir spielen jetzt noch eine Runde, weil Futaba das will. Soll ich erstmal auf eine gerade Zahl? So quasi, dass er keine mehr. Eine 1 mehr ist. So ist das schon mal viel einfacher. Das war Mist, aber okay. Komm, Futaba, zeig mal deine krassen Gamer-Skills. Und wehe, du machst jetzt wieder auf eine ungerade Zahl. Futaba! Ich habe mir so viel Mühe damit gegeben, das auf eine gerade halt, gerade Zahl zu halten. Your turn now. Okay, wo ist die 2? Hier ist die 2. Boah, so knapp. Lotan. Jetzt wird es interessant, wie man so sagt. Ist er nervös? Das ist alles echt. Das Gefühl der Anspannung, das ist total real. Ja, ich pack das. War das echt? War das richtig? Ich wollte einfach nur nicht tauschen. Wow. Wow. No way. Gutes Paarspiel. Futaba, du rockst. 0 Punkte, uns schlägt niemand. Wir haben gemeinsam das Schlachtfeld überlebt. Ich erhebe später meine Limonade für dich. Ich habe viel dadurch gelernt, dass ich in einem Team gespielt habe. Übergangrang. Schaden erhöht Regeneration SP. Ich bin danach dran. Geben wir beide unser Bestes. Ach, wir machen so mit Haru? Hilfe. Gott. Okay. Viel Glück, das wichtigste Spiel. Ja, okay. Danke. Aber ich bin total kacke hierin. Eigentlich übel. Dankeschön. Sandy, das ist ja lieb von dir. Das berührt echt mein Herz. Da ist er hin. Ja, ich will es auf eine gerade Zahl halten. Das ist alles Teil unseres Plans, Haru. Weil es mich leichter dann. Dann kannst du nämlich einfach die Balls machen. Stimmt euch. Ja. Wir könnten. Wir bräuchten nur 4 Balls. Dann sind wir fertig. Oder zumindest glaube ich. Ich habe keine Ahnung von Darts. Aber ich glaube, es funktioniert. Also Harry, mach einfach Balls. Oder auch nicht. Dann lassen wir es halt. Alter, what the fuck? Die schießt hier gerade Dinger, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Ich habe ein gutes Gefühl. 2 Balls und eine 14. Dann sind wir fertig. Jetzt muss man halt nur gucken, dass wir es auch hinkriegen. So, die 14 ist da. Okay, ganz übler Ort. Alter, ich werd nervös. Das ist echt eine brutale Steuerung. Nein, so nicht. Jawohl! Wer sagt's denn?
Schau, 0 Punkte. Wow, wir haben was geleistet. Die Position, die man braucht, ist anstrengend, oder? Aber man merkt, dass du daran gewachsen bist. Das hat total Spaß gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Wir können trainieren und gleichzeitig Spaß haben. Wirklich ein praktischer Ort. Das stimmt. Oh, eine Prangerkarte. Hahaha. Ich mach gar nichts, gut, dass du fragst. Was machst du gerade? Nur rumsitzen und abzuwarten ist nicht so mein Ding. Ich hänge noch im Gang ab. Sag Bescheid, falls irgendwas ansteht. Aber warte mal. Ist Yosuke auch noch da? Takemi? Nein. Also nur Ryuichi, nehme ich mal an. Ja, und Makoto Maruki. Ryuichi kann gar nicht steigen. Scheiß auf Ryuichi. Aber ihn machen wir. Oh. Ihr wisst, wen ich machen will. Aber damit seid ihr vielleicht nicht einverstanden. Ich weiß es nicht. Aber ich würde halt gerne Makoto machen. Aber Maruki wäre natürlich... Sorry, Ryuichi, aber wir können uns noch... Wir können unsere Beziehung... Bindung... Nicht Beziehung. Bindung noch nicht aufbauen. Deshalb werden wir... Jetzt halt natürlich die Frage, Makoto oder Maruki? Maruki hat mir sehr selten gesehen. Aber es interessiert mich halt auch nicht so. Aber bei Makoto sind wir halt auch schon auf Maximum, ne? Ist natürlich die Frage, aber an sich hätte ich das doch noch gerne. Oh Leute, wen machen wir jetzt? Das ist echt eine schwierige Entscheidung. Mit wem verbringen wir jetzt Zeit? 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 Okay, ich glaube, wenn ich so weitermache, macht sie mit mir Schluss. Aber ich glaube, das machen sie sogar wirklich, wenn du nicht mit denen abhängst. Ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass die Schluss machen, wenn man nicht genug Zeit mit ihnen verbringt. Das können wir nur abwarten. Okay, für dich will. Oh. Die abhängen. Ich wollte nämlich hier gerade mal gucken, gehen wir auf mein Zimmer? Weitern wir unseren Horizont? Okay, machen wir auf unserem Heimweg einen Umweg. Problem Child? Wie es scheint, genießt Makoto die Zeit. Ich glaube, sie hat eine neue Entdeckung gemacht. Ich Makoto mir, ja, ich weiß. Genau, ich habe etwas, das Makoto gefallen. Ach, schon wieder. Sie auch gut gebrauchen kann. Dann geben wir ihr mal das Rosenbad. Nee, warte, ich mach das hier. Für ihren Schreibtisch. Bitteschön. Einen kleinen Kaktus. Für mich? Kein Problem. Mal wieder gern. Ich glaube, ich konnte Makotos Herz ein wenig berühren. Und zusammen sind, werde ich ganz aufgeregt. Sollen wir nach Hause gehen? Ja, okay, wir hätten den Arzt machen können. Ich glaube, so spannend war das jetzt nicht. Ist das Akechi? Was willst du gegen die Wahrsagerin unternehmen? Ja, ich weiß. Nein, das ist wirklich Akechi. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Schnell. Ich bin hier raus. Was macht denn Akechi hier? Willst du mich verarschen? Hallo Michaya, nach dem Heiligen Stein. Sie hat gerade einen Kunden. Sie scheinen über den Heiligen Stein zu reden. Willst du sie belauschen? Wie geht deine Heilung voran? Mir geht es gut. Das ist sowieso meine Schuld. Das hat Yuya gesagt. Er sagt, er will mich nicht schlagen, aber ich mache ihn so wütend. Du solltest ihn verlassen. Es wird nur noch schlimmer werden. Aber er hat außer mir niemanden. Wenn ich gehe, wie soll er dann überleben? Bitte, gibt es keinen anderen Ausweg? Fragen wir die Karten. Oh, göttliche Macht, zeig mir ihr Schicksal. Ja, ich habe alles gesehen. Dein Freund umweht eine dunkle Aura. Sein Herz ist von einem Dämon besessen.
Manchmal verbirgt dieser Dämon sich, doch wenn er zuschlägt, dann bringt er großes Leid. Was für Leid? Du kommst schwer verletzt ins Krankenhaus und er wird wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Krankenhaus verhaftet? Ich wusste, ich hätte Julia verbieten sollen, meinen heiligen Stein wegzuwerfen. Er hat gesagt, ich soll kein Geld für dumme Steine rauswerfen, sondern für ihn geben. Das ist meine Strafe, weil ich ihn nicht daran gehindert habe, oder? Ich kaufe dir einen neuen ab. Du willst noch einen? Mein nächster Stein muss noch größer sein. Ich habe gerade nicht viel Geld, aber du hast gesagt, ich kann ihn bis zu 36 Raten zahlen, oder? Ehrlich gesagt, glaube ich, es ist am besten, wenn du dich von ihm trennst. Ich kann Julia nicht im Stich lassen. Sie glaubt wirklich, ihr Freund hört auf, sie zu misshandeln, wenn sie einen heiligen Stein hat? Das kann doch unmöglich stimmen, oder? Das Ding war ein Fake. Ja, unser Job wäre viel leichter, wenn mein Herzen einfach mit einem heiligen Stein ändern könnte. Jihaya kann wirklich irgendwie wahrsagen, aber das mit dem Stein ist Unfug. Hey Ren, verändern wir doch das Herz von diesem Julia. Ich meine, er misshandelt die Frau, oder? Die Phantomliebe können sie retten. Miaut da etwas? Hey! Hast du uns belauscht? Das gehört sich aber nicht. Ich verwehre mich gegen diesen Vorwurf. Weißt du, manch einem Schicksal in dieser Welt kann man nicht entkommen. Der Dämon im Herzen deines Freundes kann mit normalen menschlichen Methoden nicht verbannt werden. Das Schicksal ist absolut. Aber du könntest den Zorn des Dämons mit einem neuen Stein vielleicht etwas zügeln. Ich weiß nicht genau, wer du bist, aber kennst du noch einen anderen Weg, wie ich dieses Problem angehen kann? Huh? Er heißt Yuya Uchimura. Warum willst du das wissen? Was hast du denn vor? Was hast du denn vor? Ja, was willst du mit dieser kleinen Information groß ändern? Du glaubst wirklich, dass du etwas tun kannst? Ich vertraue dir. Wie bitte? Es fühlt sich an, als würde er die Wahrheit sagen. Außerdem hat Julia mein ganzes Geld. Er zahlt es mir irgendwann zurück. Aber erst einmal setze ich lieber auf diesen einen Jungen, statt auf 36 Raten für einen heiligen Stein. Was? Was erlaubst du dir eigentlich? Wenn du mit diesen Verleumdungen nicht aufhörst, wird die göttliche Macht dich bestrafen. Du wirkst so selbstzufrieden. Ich habe alles gesehen, eine Vision, wie du am Boden liegst und winselst. Das Schicksal lässt sich nicht verändern, das beweise ich dir. Wenn diese Frau ihren Freund nicht verlässt, wird sie innerhalb eines Jahres schwer verwundet. Wenn du wirklich glaubst, du kannst ihr Schicksal verändern, dann versuch es. Aber wenn du deinen Fehler erkennst, komm zurück und lass die Varix-Wesen ihre Arbeit tun. Ich werde sie retten mit einem heiligen Stein. Als sind wir dann fertig, bin viel zu beschäftigt für sowas. Das Ende der Misshandlung des Freundes. Boah, die ist ja mal krass. Hast du Zeit morgen? Warum klar, Futaba, perfekt. Du bist offiziell dazu eingeladen, dich mit mir an limitierten Featherman-Figuren zu ergötzen. Segel setzen auf nach Nakano. Mit zwei Geek-Kapitäne reiten wir auf dem Wind ins Geek-Paradies. Für das, dass du mich abweist, weil ich nicht genug Güte habe, schreibst du mir ganz schön oft. Tabo will mit dir ausgehen. Und was machst du? Ja, komm. Ja, stimmt. Ich sollte mehr Güte holen, damit wir überhaupt die Bindung aufbauen können. Natürlich komme ich mit. Gut gesagt. Dann reist du morgen nach Nakano. Ich schicke dir eine Wegbeschreibung. Also schau sie dir an. Essen, abchillen, shoppen. In Nakano kann man all das problemlos tun. Wanderlust. Hier gibt es Bars, Rahmenläden und Einkaufszentren. Hast du dieses Modell aus der limitierten Auflage gesehen? Was für eine Qualität, viel besser als die billigen. Der feine Gesichtsausdruck, die Kleiderfalten. Ach, ich will haben, aber davon könnte man 10-mal Sushi essen gehen. Oh, ich habe eine Idee. Aber was für Auswahlshops kann ich machen? Auf keinen Fall Kundendienst. Na gut, dann muss ich wohl mit Anstarren begnügen. Oh. Iwai? Okay, dann weiter. Wartet mal. Der Typ ist gefährlich, nicht unbedingt Yakuza, aber...
Warten wir einfach, bis er geht. Kein Augenkontakt, okay? So schrecklich ist er nicht. Na, schau mal einer an, wer. Ah. Ey, dachte nicht, dass ich euch hier sehen würde. Er spricht mit uns, wir sind tot. Er ist die Kleine. Eine Art Schwester. Im Grunde klingt kompliziert. Obwohl ich nicht urteilen darf. Kennst du diesen Kerl? Ich sag einfach, er ist ein Boss. Wenn ich einen Waffenhändler sage, dann bekommt sie vielleicht Angst. Was für ein Job. Was für ein Job. Das kann man wohl sagen. Was? Wie dieser Militärladen? Oh, du weißt Bescheid. Ja, ich meine ja, Sir. Beruhig dich, ich weiß nicht. Bist du geschäftlich hier? Oh, wir kennen uns schon lange. Sie vertreiben einige meiner Waren. Waren? Wie sieht es mit der Modellwaffe in der ersten Etage in der Vitrine aus? Oh, ja, die stammen wahrscheinlich von uns. Die ist unglaublich fein gearbeitet. Der Lauf und sogar die Metalloberfläche sind perfekt. So viel Echtheit ist schwer zu finden. Oh, du kennst dich aus, junge Dame. Ihr solltet beim Laden vorbeikommen, dort gibt es noch viele Modelle mehr solcher Art. Wirklich? Ja, wirklich. Bis dann. Er sieht zwar zum Fürchten aus, aber er ist wohl ein netter Kerl. Das ist er, ja. Ich ging nach dem Shop mit Futaba nach Hause. Da schreibt er mir auch schon. Ja, ich meine, wir können sowieso nicht mehr arbeiten gehen, ne? Ist ja schon viel zu spät dafür. Dann, ja, hast du heute Abend Zeit? Komm in den Laden, ich habe einen Job für dich. Und hast du danach noch etwas Zeit? Weil die kannst du überhaupt steigern. Ganz kurz. Moment, wenn nämlich nicht, dann brauchen wir es nämlich nie machen. Ja, kann steigern. Jeder hat ein Geheimnis, von dem man nicht möchte, dass... Ja, ich weiß, du benutzt keinen PC. Ich brauche dich heute für ein paar Aufgaben hier. Keine Ausreden. Außerdem wollte ich noch über was mit dir reden. Hast du Zeit? Okay, an die Arbeit, kleiner Waffen-Nerd. Das war die andere, nicht ich? Okay, das reicht für heute. Aber ich wollte noch mit dir über was reden. Es geht um das Geheimnis, das Tsuda erwähnt hat. Es ist nicht nur, dass ich in der Yakuza war. Ich will nur sicher gehen, dass du nichts Dummes sagst, wenn du Kaoru über den Weg läufst. Als ich beim Hashiba-Clan war, kam eine verrückte Frau in unser Büro, vor 10 Jahren etwa. Sie hatte ein Baby dabei und hatte die ganze Zeit nur gesagt, sie will es verkaufen. Ich dachte, sie wäre irgendein Junkie und wollte sich ihren Stoff finanzieren. Aber als ich Nein gesagt habe, hat sie das Baby hingesetzt und ist weggerannt. Das Baby war Kaoru. Oh. Ich weiß immer noch nicht, warum ich ihn eigentlich aufgenommen habe. Ich musste den Clan verlassen und leite seitdem den Laden hier, den ich nicht einmal mag. Jeder Tag ist ein Kampf. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, Kaoru zu erzählen, dass ich in der Yakuza war. Wie würde es dir gehen, wenn du erfährst, dass deine Eltern Dreck am Stecken haben? So war meine Mutter. Sie war jede Nacht saufen und ist mit Männern um die Häuser gezogen. Es war schlimm zuzusehen, wie sie sich zerstört. Ich habe mir oft eine andere Mutter gewünscht. Und ich wollte nicht, dass Kaoru das auch durchmacht. Er sollte eine gute Kindheit haben. Also habe ich den Clan verlassen, also alles nach Ehrenkodex. Aber jetzt zieht Tsuda mich wieder rein. Als ihm eingefallen ist, dass ich Modellwaffen verkaufe, kam er und hat spezielle Waffen bestellt. Und hat mich gezwungen, sie ihm zu liefern, indem er gedroht hatte, Kaoru alles zu erzählen. Tsuda weiß jede Menge und gutes Zeug. Nicht nur über Kaoru als Baby, auch über mich und den Rest meiner Familie. Wer weiß, was passiert, wenn Kaoru die Wahrheit erfährt. Aber da würde Tsuda nicht Halt machen. Er würde es allen erzählen. Wirklich allen. Er wird versuchen, mir alles wegzunehmen und ich habe ganz einfach... Wenn meine Vergangenheit ans Licht kommt, werden die Leute Kaoru behandeln, als wäre ich... Weiß ja jeder, miese Eltern produzieren miese Kinder. Und das Stigma wird er nicht mehr los.
Man wird ihm für jeden Scheiß, der passiert, die Schuld geben. So war es bei mir. Deswegen bin ich in die Yakuza gegangen. Niemand sonst hat mich akzeptiert. Und deswegen kann ich Tsuda nicht zum Teufel jagen. Er hat einfach zu viel Macht über mich. Die Bullen mit nichts bringen. Spare diesen übertriebenen Scheißdreck, ich bin nicht gütig. Ich wollte Tsuda mit miesen Prototypen hinhalten, während ich überlege, wie ich ihn stoppe. Aber der Bastard versteht es verdammt gut, sich bedeckt zu halten. Und er hat kapiert, was ich vorhabe und angefangen, mich rund um die Uhr zu überwachen. Du bist zum Glück. Da bist du zum Glück du auf den Plan getreten, Kleiner. Sorry. Sorry, dass ich aus dem Nichts mit dem ganzen Scheiß anfange. Du willst jetzt wahrscheinlich nichts mehr mit mir zu tun haben, oder? Nein, das stimmt nicht. Wenn du Tough spielen willst, okay, aber pass auf dich auf, Kleiner. Oh ja, ich habe dir deine Belohnung für die Infos noch gar nicht gegeben. Hast schon recht. Wie wäre es mit einem Rabatt auf die Sonderkarte? Das dürfte dich eine Weile zufriedenstellen. Ziemlich guter Deal, oder? Verringere die Kosten für die Schusswaffenanpassung. Verdammt, ist schon spät, ich muss nach Hause. Karu ist in letzter Zeit immer total viel nach der Schule, kommt wahrscheinlich ein Wachstumsschub. Jedenfalls mache ich für heute zu. Du solltest auch nach Hause gehen. Ey, tut mir leid wegen vorhin, ich wollte nicht über diesen heftigen Scheiß reden. Aber ich muss das Geheimnis um jeden Preis schützen, Kaoru zuliebe. Ja, ich tue, was nötig ist. Ich schätze, deshalb habe ich es überhaupt angesprochen. Jetzt gerade wissen wir nicht, was Tsuda als nächstes tun wird. Wir müssen rund um die Uhr wachsam sein. Ihr wollt ja nicht im Schlaf umgebracht werden, oder? Okay, wir sehen uns. Was ist denn da los? Ich habe eine coole Zeitschrift gefunden. Ich bringe sie mit ins Versteck. Du hast doch morgen frei, weil Sport- und Gesundheitstag ist, oder? Das gibt dir definitiv einen Adrenalinkick. Ich will sie unbedingt lesen, aber ich warte bis morgen. Aber wenn du was zu tun hast, erledige das ruhig zuerst. Ich kann warten. Bis dann. Klingt echt aufregend, aber ich gehe jetzt schlafen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Die drei können nicht steigen. Ne, die drei können echt nicht steigen. Warum das? Ja gut, ich hätte sowieso was mit Futaba gemacht. Aber gut, Leute, ich sag mal, im nächsten Part war dabei Persona 5 und ciao.